So Freunde, ABK hat endlich mal wieder nach langer Zeit ein Video hochgeladen. Diesmal mit dem Titel Younes Amiri, hier ist die Wahrheit über eure Netflix-Kaka. Und was das Ganze so besonders macht, ist die Tatsache, dass er wirklich das umgesetzt hat, was er in einem seiner letzten Videos prophezeite. Es ist in Zusammenarbeit mit Younes Amiris Familie entstanden. In Absprache mit der Familie von Younes Amiri. Es wurden über mehrere Wochen Beweise gesammelt, um diese wahrheitsgemäß auszulegen. Mir wurden alle Aufnahmen zur freien Nutzung zur Verfügung gestellt. Das wird ein absolut krankes Video. Let's go. Und wir haben jetzt gerade Mitternacht. Beste Zeit, um sich so ein Video reinzuziehen. An den Vater von Younes Amiri. Amo, falls du dieses Video siehst, du weißt, wir sind im gleichen Alter. Meld dich bei mir. Wir machen ein Video zusammen. Okay, machen wir. Machen wir. Ich schreibe dir den sofort an. Wäre auf jeden Fall ein geiles Ding. Ich hab's wirklich gemacht. Allah, Halim, barakallahu fik. Ich schwöre, ich danke dir nochmal. Ich weiß, ich kann nicht aufhören, dass du da. Okay, Halim, du verbleibst. Guck mal, wie ihre Hand gerade ist. Gib mir die SIM-Karte, du Respektlose. Also, hast du genommen? Natürlich nicht. Scheiße, da. Hat er. Scheiße. Meine Mutter will nichts mit mir zu tun haben. Mein Vater, ich hab alles verloren. Die hat mir alles weggenommen. Du bist ihm fremdgegangen. Du schlägst ihn. Heißt, sie hat dein Instagram-Gedächtnis. Ich hab was erfunden für Sandra und bei Younes. Ich schwöre auf alles. Wenn ich mich anmelde, wird ein Verifizierungscode an Sandras Nummer geschickt. Ist das schon der Vater von uns, Amiri Mark? Ich muss ihn einmal nur sagen, wie er Fragen stellen soll, wie er mit den Menschen reden soll. Und der Typ macht das genauso, wie ich mir das gesagt habe, sodass dann alles nach meinem Plan läuft und diese Leute sich wieder selber ficken. Deswegen arbeite ich gerne mit älteren Leuten zusammen oder mit älteren Frauen, die im Alter von 45 sind. Ey, Leute, was geht? Euer Ammo ist am Start. Und ihr wisst ja, hier auf YouTube, ich habe einen pädagogischen Auftrag, eine Vorbildfunktion und den möchte ich natürlich auch in jedem Video nachkommen. Ich sag euch ganz ehrlich, ich hatte letztes Mal ein Video hochgeladen und da haben wir Lachge geschoben über den Vorfall zwischen Younes Amiri und Maria. Und jetzt sind so ein paar Wochen vergangen und eine Sache muss ich sagen, der Scheiß ist ernster, als ich dachte. Ich habe nämlich vor kurzem von der lieben Sandra, die jetzt auch ein Statement hochgeladen hat, was wir uns nachher angucken werden. Auf jeden Fall hat mir Sandra eine Nachricht geschrieben bei TikTok, bei Instagram. Hey, tut mir leid, dass ich störe. Ich muss dir unbedingt was wegen Younes sagen und dafür habe ich Beweise. Es ist ja gut, wenn es Probleme gibt, dann meldet man sich natürlich immer bei den Pädagogen der Plattform. Auf jeden Fall hat sie mir dann am 28. März Folgendes geschrieben. Hey, ich weiß, dass du meine Nachricht gesehen hast, beziehungsweise Younes mitgeteilt hast, dass ich dir geschrieben habe. Ich weiß schon, was Younes sein Plan ist. Ich kann dir nur sagen, dass du ein Mittel zum Zweck bist und das habe ich mit Beweisen gemeint. Ich sag nur, der hat mir mein ganzes Skript geschrieben gegen Ali Hakim, der Dulli. Ja, das stimmt. Ich habe damals nämlich, als ich den Beef mit Younes und Ali Hakim hatte, habe ich ja selber herausgefunden, dass einer von denen dahinter steckt. Und daraufhin hat mich dann der Vater von Younes angerufen, so wie es auch Eltern machen. Der Vater ist zu mir, zum Lehrer, zum Elternsprechtag erschienen. Dann habe ich dem Vater von Younes damals gesagt, guck mal, sorg dafür, dass Younes zugibt, dass es Ali war, beziehungsweise, dass er jetzt die komplette Wahrheit sagt. Und dann werde ich dafür sorgen, dass Younes aus der Sache raus ist. Weil ich will nur die Wahrheit haben. Younes hat ein Video gemacht, hat seinen Kollegen verraten. Ich habe ihn dafür nochmal gebechbert. Ist doch ein fairer Deal. Des Weiteren schreibt sie mir noch, oder wie seine Eltern dein Zimmer als Kinderzimmer betitelt haben. Ja, aber was ist denn mein Zimmer? Hä? Ist doch ein Kinderzimmer. Er ist voll unnötig fitner machen wollen. Wie sein Vater sagt, ich werde extra mit ABK vor der Kamera weinen. Ich muss korrekt sein zu ABK. Ist zwar voll der Lappen, der Skateboard fährt, aber der hat eine starke Community. Ich muss den Kürzeren ziehen. Yeah. Der Vater von Younes ist über 40 Jahre alt, der ist genauso alt wie ich. Also der zu einem 18-, 19-Jährigen läuft und der sagt, ja, Mann, der ABK fährt Skateboard, ist ein Lappen und so. Und wenn? Ja, ich fahre Skateboard. Ja, ich bin ein Lappen. Ja, soll der in mein Zimmer kommen, vor der Kamera sitzen und heulen wie Kuchen? Ist ja kein Problem, soll er machen? Küsst sein Herz, ihr Team. Ich würde euch ja eh danach die Wahrheit sagen, ob das stimmt oder nicht. Und die brauchen auch nicht kommen mit, ey, der hat über dich gelästert und so. Leute, ich bin ABK. Ich glaube, Millionen von Menschen lästern über mich tagtäglich und kommen dann trotzdem draußen zu mir und sprechen mich an, als wäre nichts gewesen oder wollen ein Foto machen. Ist ja nichts bei. Ich meine, wenn ich was mit deren Müttern habe, würde ich auch nicht zu denen gehen und sagen, hey, ich habe mit deiner Mutter was. Ich würde auch einfach leise sein, als wäre nichts gewesen. So ist ja kein Ding. Er kann gegen mich nichts sagen, da ich immer gerade gewesen bin. Und dann diese ganzen TikTok-Geburten, TikTok-Dinger da, ne? Jetzt ganz ehrlich, wir brauchen jetzt nicht diese Spielchen zu machen, wer hat gelogen. Sind wir hier bei Erkenne Dem oder was? Da geht so nach im Sky, bewerbt euch da und lasst mal gucken, wer von euch lügt. Die sind alle, auch Younes, größte Bluff. Die einzigen, die ja die Wahrheit sagen, sind die Eltern. Sei es eine Mariam, ein Sandra, ein Bad bei sich, die vor die Kamera gehen, anfangen mit, ja, Statement und Kampe. Die machen das doch eh nur, weil die ihre Hauptschule abgebrochen haben, damit die YouTuber werden. Wollen wir mal sehen, wie gerade die Sandra wirklich ist. Dann wisst ihr was, ich höre mit diesem Internet sowieso auf und ich werde mit Ennis auswandern. Ich werde suchen. Chill, Mädchen, du bist 17, 18 Jahre, das ist zu Hause. Sandra ist raus aus dem Internet. Ich guck mal, ob die raus aus dem Internet. Sandra hat noch vor 2 Tagen ein Bild gepostet. Sandra hat noch Story gepostet vor 4 Stunden. Wo bist du raus aus dem Internet? Bluff?
Ja. Bali, ich geküsst habe, cringe, Alter. Jindawi ist in Rewe-Version, Alter. Dann kam es dazu, dass Younes Enes angefangen hat zu schubsen. Enes hat ihn zurückgeschubst und dann haben die sich erstmal halt irgendwie angefangen zu schlagen. So, dann aber hat Younes Enes mit einer Faust geschlagen. Aber was ich so traurig finde, denn direkt als er zu Boden gefallen ist, als du gesehen hast, er fängt an zu bluten, was hast du gemacht? Das Erste, was er gemacht hat, er ist um sein Leben gelaufen. Warum habt ihr euch nicht krass gegen Gewalt ausgesprochen, als die Miriam im wahrsten Sinne des Wortes den Younes schon richtig hart gehauen hat? Gebt euch bitte diese Audio, in der die beiden sogar zu den Eltern von Younes sagen, dass Younes Eier blau waren, weil Mariam ihn in die Eier getreten hat. Und Mariam hat ihn sogar des Öfteren geschlagen. Das war sehr schlimm, was du gesagt hast. Was hat die gemacht? Ja, Younes hat mir ein Bild gezeigt, wo sein Ei ganz blau war. Komplett blau. Sie hat den also in die Eier getreten. Zweimal. Ich weiß auf jeden Fall, dass sie den zweimal getreten hat und dass es im Hotel war. Einmal hat sie ihn davon getreten, also richtig stark. Und das war, glaube ich, ist auch davon schon blau geworden. Und dann hat sie ein paar Tage später nochmal genau an dieselbe. Die schlägt ihn zwischen die Beine? Blau? Und da ging es ihm die ganzen Tage richtig schlecht. Richtig schlecht. Ja. Der war halt nicht mehr anwesend. Der war nicht mehr da. Licht angelassen, Kühlschrank offen gelassen. Der war nicht mehr ansprechbar. Der war so durch den Wind, so durcheinander. Ey, genauso wie Younes abgehauen ist, als Enes auf dem Boden lag. Genauso seid ihr doch die ganze Zeit geflüchtet, wenn Younes Schläge von Mariam kassiert hat. Der hat gar nichts gemacht. Und dann in deinem YouTube-Statement, dass Mariam diejenige ist, die sich selbst verletzt oder schlägt. Wenn du dich nur traust, im Video zu sagen, das stimmt nicht, ich habe Mariam nicht nie eine Faust gegeben. Doch, das stimmt, der Younes hat Mariam mal geschlagen. Also es war ja erstmal so, dass sie mich öfter schon geschlagen hat, Baba. Sie haben ja öfter Klatschen gegeben und ich habe nie was gemacht. Ich habe immer gesagt, okay, kein Problem. Aber dann in Griechenland, als Enes dann geschlagen wurde, hat sie gesagt, es ist meine Schuld gewesen. Hat mich dann vor allen Leuten angegriffen, hat mich geschubst vor allen, hat mir eine geklatscht. Und dann habe ich ihr zurück eine geklatscht, auf ihre Lippe halt, ne? Feier ich gar nicht. Allgemein Gewalt geht gar nicht. Aber wir müssen an dieser Stelle auch sagen, dass Mariam auch den Younes geschlagen hat. Ob Gewalt von Frau gegen Mann oder Mann gegen Frau, beides Kacke. Ja, aber du kannst doch nicht zulassen, dass sie dich die ganze Zeit haut und demütigt vor Leuten. Entschuldigung, Leute, ich möchte was sagen. Ich möchte euch mal zeigen, was mir passiert ist hier. Die ganze Verletzung an meinen Arm. Ich wurde auch gebissen, wie ihr seht. Das war alles die Frau hinter der Kamera. Auf jeden Fall, Leute. Er hatte gar keinen Grund, Mariam zu hassen oder Mariam zerstören zu wollen. Und er wollte unbedingt von mir, dass ich dieses Statement mache. Er hat sich wirklich stundenlang an seinen Computer gesetzt und dieses YouTube-Video für mich geschnitten. Also so Teil wie zum Beispiel, Gian, du nimmst bestimmt auch deinen Mann auf. Sowas habe ich in meinem Leben nie hingeschrieben. Audios, die einblenden, damit habe ich nichts zu tun. Sie sagt jetzt, dass Younes ihr gesagt hat, dass sie ein Video gegen Mariam machen soll. Warum hast du dann nicht direkt, als er das Video hochgeladen hat, ein Statement gemacht und gesagt, ey, der hat das Video so und so geschnitten und das noch eingefügt, das war ich gar nicht. Wisst ihr, warum die das jetzt auf einmal alles sagt? Weil sie mit Mariam wieder so ist und die beiden jetzt zusammen planen, wie sie Younes ficken können. Aha, okay. Und wer hat Younes dazu gezwungen, ein Video zu machen, in dem er sagt, dass mit Mariam wieder alles okay ist und sonst was? Und hier... Boah, das war so cringe, dieses Video. Das war so peinlich. Das ist der Beweis dafür, dass Younes gezwungen wurde, das Video mit Mariam zu drehen. Da kam Younes und sie hat richtig ausgerastet und meint, dein Vater soll das Video löschen, ich mache so ein Statement gegen euch alle. Danach meinte sie, Younes, du machst ein Statement und sagst, dass dein Vater dich zu allem gedrängt hat, zu dem Statement. Als sie dann vor der Kamera saßen, vor jedem Satz hat sie halt immer gesagt, sag das nicht, sag das noch. Dann stellst du dich hin und sag alles falsch? Ja, ihr zuliebe natürlich, na, normal. Also hast du gelogen? Natürlich lüge ich für sie. Du willst auch für Mama lügen, wenn Mama so eine Situation ist. Das vergleicht deine Mutter. Warum? Du zwingst meinen Sohn? Was zwinge ich ihn denn? Du zwingst zu ihm, er soll für dich lügen? Für deine Schandtaten, die du gemacht hast? Du bist ihm fremdgegangen, du schlägst ihn. Das stimmt doch aber alles gar nicht. Das stimmt. Nein, das du lügst du auch noch? Beweise. Ja, aber das waren falsche. Es sind keine falschen Beweise. Du kiffst. Nein, ich kiffe nicht. Und du warst bei Daniel und du bist fremdgegangen und du hast das alles gemacht. Nein, das stimmt. Gib es nicht. Zu. Also hast du gekifft? Ich habe gekifft. Okay, weiter. Hast du nicht mit Daniel, was dein... Ich habe Daniel in der Beziehung, als ich mit Younes zusammen war, ich habe mit ihm ab und zu telefoniert. Das Younes stimmt. Weiß hast selber... Du mit ihm zu telefonieren? Das war scheiße von mir, aber das war... Weißt du, dass das nicht Younes wehtut? Natürlich weißt du, tut mein das weh. Krank wird dadurch, natürlich dass ihm das wehtut? Natürlich weiß ich das. Ja, wo machst du das? Ich habe mich doch bei ihm entschuldigt. Ich wusste die ganze Zeit, dass du deiner Frau fremd gehst. Ich war wortwörtlich dabei, als du deiner Frau fremd gegangen bist. Ich habe gehört, wie du was mit ihrem Zimmer hattest. Frage ich mich, wie konntest du trotzdem hinter meinem Rücken Pläne gegen mich schmieden, meine Karriere zerstören zu wollen, obwohl ich trotzdem meinen Mund gehalten habe. Meine Karriere? Die aus Loyalität. Du hörst, wie der eine andere weghaut und sagst das dann deiner Freundin, deiner Kollegin. Du lässt ihn da ficken, hörst du noch zu dir. Ah!
Du hast doch jetzt nur Mariam die Wahrheit gesagt, erst wo du erfahren hast, dass der irgendwas über dich sagen wollte. Nicht, weil dir Ehrlichkeit so wichtig ist, weil du eine gute Freundin bist oder sonst was. Ja, das sind keine Freundschaften. Das ist alles Mittel zum Zweck, Kontakte. Ja. Wie es typisch ist in der Social Media Szene. Ich habe sie eingeweiht, meinte, ey Mariam, das und das ist das Ding. Ich möchte meine Sachen von seinem Handy löschen. Wenn du mir dabei hilfst, dann wäre ich dir dankbar. Es gibt nämlich auch gewisse Dinge, die ich dir sagen muss. Und genau, dann habe ich sie halt gesagt so. Younes ist öfters und öfters mit der lieben Lena Glems fremdgegangen. Mariam musste 3 Tage lang so tun, als wüsste sie nichts. Und ich muss einfach die ganze Zeit so tun, als wäre nichts. Weil ihr müsst euch vorstellen, ich muss einfach die ganze Zeit mit dem Gedanken leben, dass er zu mir kommt, er umarmt mich. Wie scheinheilig kann ein Mensch eigentlich sein? Wisst ihr was? Die redet von scheinheilig sein. Du warst doch die Erste, die mit einem Typen fremdgefickt hat. Daniel Pers hat sogar zugegeben, dass er des Öfteren Mariam hinter den Rücken von Younes gefickt hat. Mariam ist Younes fremdgegangen von Anfang bis Ende der Beziehung. Ich habe mich des Öfteren mit Mariam getroffen. Hattest du was mit Mariam, während sie mit Younes war? Ja, genau während sie mit ihm zusammen war, genau da. Also ich hab vorher mit Daniel geschlafen, ne? Ja, das hat Mariam mir schon 1000 Mal persönlich alleine gesagt. Das weiß Younes selber auch. Und Daniel hat es Younes auch nochmal gesagt. Wo Younes und sie zusammen schon waren? Ja, im ersten Monat. Auch mit Daniel. Noch Sex gehabt. Ja. Sex gehabt. Genau. Also sie hatte mit Daniel während der Beziehung mit Younes Sex gehabt. Genau. Ja, im ersten Monat. Ich weiß das schon, aber schon, der hat das aber erst vor ein paar Monaten. Keine Beweise, aber wenn sie es selber gesagt hat. Mariam hat selber zugegeben. Daniel hat es, ich war ja auch mit Daniel, war ich auch. Was hat Younes gemacht? Younes war doch auch nicht perfekt. Was hat Younes gemacht? Was? Hat Younes gekifft mit irgendwelchen anderen Mädchen in einer Wohnung? Aber das, er war doch auch in einem Hotel. Er war zum Beispiel in einem Hotel mit denen. Hat Younes, war Younes mit seiner Ex irgendwo? Hat er nicht gemacht? Schäm dich. Als Mädchen überhaupt das zu machen, dich überhaupt zu trauen, dich mit deinem Ex zu treffen. Schäm dich. Ihr habt alle ein Gangbang mit dem Karma gehabt. Ich gestehe euch einen Fehler. Ich hab's nicht übers Herz gebracht, Mariam zu verlassen. Ich bin ganz dabei geblieben und ich hab gleichzeitig gespielt. Ich hatte was mit Lena, ich stehe dazu, bevor deren Statement online kommt. Keiner von euch beiden, auch Younes redet von Scheinheiligen und so. Ihr fickt euch gegenseitig fremd, danach fickt ihr noch irgendwie eure eigenen Familien und sonst was. Ihr redet gar nicht von Scheinheilig. Ihr seid der Schein in Person, ihr habt mit dem Heilig nichts zu tun. Aber am Ende des Tages, ne, bumst was ihr wollt. Von mir aus sogar ohne Verhüten, so, lasst ruhig Kinder auf die Welt kommen, dann gibt's mehr Hurensöhne, über die ich bald Videos machen kann, mit denen mal Geld verdienen kann auf YouTube. Falls ihr euch denkt, okay, hey, Mariam ist doch genauso fremdgegangen, dann ist Younes halt fremdgegangen. Younes, das mit deinem, in deinem YouTube-Video, das mit dem Apartment, stimmte das wirklich? Stimmte das wirklich genauso, wie du es verpackt hast in deinem Video? Warum fragst du so dumm? Ja, das mit dem Apartment stimmt. Dennoch hier hat der Vater von Younes Amiris bereits schon lange vor diesem Statement aufgenommen. Okay. Dann hat sie zu Ennis gesagt, ey Ennis, du kommst mit ins Video und du sagst, dass du dir das alles ausgedacht hast mit Apartment, mit Daniel. Und sie hat dann richtig auf ihn eingeredet. Dann meinte, ist sie zu Younes gegangen, meinte sie, okay Younes, ey, weißt du, was du machst? Du sagst jetzt, dass das alles gelogen war, dass du mir einfach nur schaden wolltest, dass du einfach mit mir einfach nur Hate verpassen wolltest. Eines Tages kam es dazu, dass Mariam und ich die Chance ergriffen haben, an sein Handy zu kommen. Ich bin in seine Galerie gekommen, habe meine intimen Sachen wirklich gefunden. Ich habe die Sachen dann von seinem Handy gelöscht und dann hat die liebe Mariam leider noch mehr und noch mehr gefunden. Warum löscht du nicht vor seinen Augen alles und sagst, okay, Tamam, hier dein Handy, bitteschön. Warum muss man in sein iCloud reingehen? Warum muss man in sein PayPal reingeht? Warum habt ihr seine SIM-Karte zerstört? Wallace, eine erwachsene Frau hat 3 Kinder. Guck mal, wie ihre Hand drin ist. Gib mir die SIM-Karte, du Respektlose. Gib mir die SIM-Karte, ihre Hand steckt drin. Mach Fenster zu, mach Fenster zu, genau. Leute, ein Beweis dafür, dass die Jungs einfach komplett ficken wollen. Oder was ist das für ein RTL-Drama dort? In Frankreich, ich kann niemanden erreichen. Ich habe genau da vorne in der Ecke habe ich geschlafen. Mir wurde alles weggenommen. Ich habe keine Kreditkarten. Ich habe keine SIM-Karte, ich komme hier nicht weg. Ich komme mir vor wie ein Trottel, ich bin 20 Jahre alt. Meine Mutter will nichts mit mir zu tun haben, mein Vater, ich habe alles verloren, die haben mir alles, zu Recht, alles weggenommen. Und guck mal, ihr seht das Datum, wann ich das Video aufgenommen habe. Ich sag euch genau, was die vorhaben. Die werden sagen, ich war das mit dem privaten Bereich. Die waren an meinem Handy, sind nachts rausgelaufen. Wallah, Freunde. Ich habe einen Tag zu Fuß draußen nach meinem Handy gesucht, um die zu finden. Und die haben mir auch erzählt, was die vorhaben. Die mich angeguckt durch dem Auto, haben die Scheibe runtergemacht, haben hier kriegst dein Handy, aber ich habe keine SIM-Karte. Wisst ihr, was die mit gesagt haben? Die wollen private Bereich sagen, dass das meine Schuld war. Die haben über mein Handy sich gegenseitig auf WhatsApp geschrieben. Die haben sich Videos von meinem Vater und meiner Mutter auf mein Handy. Meine Mutter ohne Kopftuch. Meine Mutter ohne Kopftuch und damit wurde ich bedroht. Oh. Wallah, ich stehe jetzt hier komplett. Wie ein Hund, Junge, die haben dich zum Hund gemacht. Ich hoffe, dass er, ja, er hat immer noch nicht gelernt, denke ich nicht, aber ich hoffe wirklich, dass das jetzt diesen Knacks in ihn erzeugt hat, dass er endlich vom Hund zum Mann wird. Allein, ich habe gar nichts, ich habe keinen Cent, weil die wissen, dass ich deren Plan weiß, die haben Angst, dass ich anrufe, nach Deutschland komme, dass ich Videos hochladen kann, dass ich meine Freunde erreiche, die haben Freunden von mir geschrieben, die haben ABK angeschrieben in meinem Namen und haben gelogen. Gebt euch bitte einfach mal, was der Vater noch alles herausgefunden hat.
Du musst deinen Account entsperren. Wir versuchen uns gerade jetzt bei Younes deinen Account anzumelden. Und ich kann euch sagen, wem diese Nummer gehört. Diese Nummer gehört nämlich Mariam. Younes Handynummer aus PayPal-Konto entfernt. Das ist die Nummer von wem? Von Mariam. Wir haben den gewünschten Betrag auf ihren Bankkonto überwiesen. Younes Amiri, hier sind die Details. Natürlich hat sie Geld für sein PayPal gebucht. Wie viel hat sie? Wow, 1000 Euro knapp. Und dann gehen wir hier bitte auf den letzten Instagram. Neue Anmeldung bei Instagram über Instagram auf. Wir haben einen Anmeldeversuch. So, und dann gehen wir rein. Wo? Oh, in Hannover. Ja klar, wer wohnt in Hannover? Natürlich Mariam. Das heißt, sie hat sein Instagram, sie hat alles. Warum muss man noch weitergehen und dann am Ende ihm noch drohen und sagen, ey, ich lösche dein YouTube und dein TikTok und dein sonst was? Und wisst ihr, wie Mariam reagiert hat, als sie erfahren hat, dass Younes herausbekommen hat, dass sie sich gerade versucht, den iCloud-Account von Younes einzuloggen? Hat Younes ihr das Handy weggenommen? Daraufhin hat sie Younes eine geklatscht. Das Ganze wurde von Sandra aufgenommen. Ich muss mein Handy aufmachen, ich kann meine Mutter und meinen Bruder erreichen. Ja, Sandra, ich rufe meinen Bruder an. Und das könnte auch nochmal ein Beweis dafür sein, dass Sandra und Mariam sich jetzt zusammentun, um irgendwas gegen Younes in der Hand zu haben. Ich habe nämlich von dem Vater wieder eine Undercover-Aufnahme bekommen, in der Sandra bestätigt, dass Mariam des Öfteren sie bedroht hat, ihre Intimbilder zu veröffentlichen, sollte sie nicht auf Mariam hören. Boah, das ist wirklich der Bodensatz der Gesellschaft. Da kriegst du einfach Gänsehaut beim Zuhören, da kannst du gar nichts dazu sagen. Hier ist der Beweis dazu. Musst du dir mal vorstellen, dass sie Younes Nacktbilder zeigt von dir und dass sie das hat und schickt und geschickt hat und damit droht, das zu veröffentlichen, falls du mal nicht stillhältst, falls du nicht... Sie hat ja diese ganzen Sachen immer gegen mich gesammelt, weil sie immer Angst vor genau so einem... Für sie hast du gelogen. Ja, sehr oft sogar. Und du hast für sie oft gelogen und im Nachhinein hat sie dann dich... Sie hat es auch in ihrer der Bruder in der Nachhilfe, jetzt in der kompletten Nachhilfe rumgezeigt. Der Bruder, der Mohammed, da sind ja viele Mitarbeiter. Das ist das Allerletzte, das würde ich noch nicht mal, sowas würde ich noch nicht mal meinen ärgsten Feind machen. Nee. Sowas macht man nicht. Aber wisst ihr, was noch viel, viel krasser ist? Sandra sagt ja, sie habe angeblich das Handy von Younes genommen, um ihre privaten Sachen zu löschen. Das stimmt aber gar nicht. Denn lange vor diesem Statement hat der Vater von Younes Amiri die Sandra bei einem Gespräch heimlich aufgenommen. Da hat die liebe Sandra was ganz anderes erzählt. Wir waren ja wirklich das erste Video wirklich von ihrem Handy und von seinem Handy gelöscht, auch vor meinen Augen. Aber halt hinterher. Dann ist Mario auf ihn losgegangen. Dann hat er also die Kratzer. Ja, nicht nur im Gesicht, der hat hier alles gekratzt. Genau. Was hast du denn, ne? Sie hat ihn gekratzt, weil er die Videos gelöscht hat, oder wie? Genau. Das ist traurig. Er wollte sich in Schutz nehmen? Ja. Und hat gesagt, ist sie auf ihn losgegangen. Ich will nicht wissen, warum plötzlich dieses Video von Sandra kam. Kann er wieder sein, dass Mariam irgendwas in der Hand hat? Dann wisst ihr, was ich noch auf seinem Handy gefunden habe? Younes, du warst bei Ennis zu Hause, du warst bei seinen Eltern zu Hause, bist an ihre Handtasche gegangen, hast ihre Kreditkarte abfotografiert, hast damit heimlich Mietautos geholt. Stimmt nicht, Younes hat mir da was anderes erzählt, auch wenn ich dir nicht so ganz in mein Herz schließen kann, aber irgendwie glaube ich dem da. Sie sagt am Ende des Videos, ich bin an die Handtasche von der Mutter gegangen, Bankkarte abfotografiert, um damit Autos zu mieten. Der eigene Sohn, er selber ist an ihre Tasche gegangen, hat die Bankkarte genommen, sogar Sandras Nummer verifiziert, dann vielleicht war es scheiße, dass ich damit dabei war, aber ich bin weder an der Handtasche gegangen, ich habe weder irgendwas eingerichtet oder fotografiert. Die haben trotzdem mitgehangen, mitgefangen, ne? Aber warum, wenn ich mich anmelde, wird ein Verifizierungscode an Sandras Nummer geschickt? Das heißt, sie muss ja indirekt was damit zu tun haben. Ich habe es einfach nur über meine E-Mail-Adresse laufen lassen. Und genau mit diesem Satz hat Younes recht. Weil letzten Endes hat man bei TikTok gesehen, dass Sandra als auch Ennis mit Younes Amiri in irgendeinem geliehenen Fahrzeug unterwegs waren. Was versuchst du die ganze Zeit? Versuchst du die ganze Zeit seit Tagen, versuchst du an Material zu kommen? Filmst dich von wegen, die lassen mich nicht rein? Schläfst du wirklich auf dem Boden oder hat dir ABK nicht dein Hotel bezahlt? Du kleine Heuchlerin, erzählst das extra so und lässt einen bestimmten Teil raus, nämlich den wesentlichen Teil. Erwähn doch auch, dass ich ihm nicht nur ein Hotel gebucht habe, sondern auch die Rückfahrt von Frankreich nach Wolfsburg dem Vater zuliebe, damit er sich von euch verpisst und endlich wieder zu seinen Eltern zurückkehrt. Ich habe nicht in meinem Hotel gebucht und gesagt, ja, setz dich da hin und sammel weiter Beweise, damit du noch weiter Videos gegen ihn machen kannst, damit wir ihn noch ficken können. Du kleine Happy Meal Tochter, willst du das jetzt so darstellen, als hättest du es versucht, bei den ganzen schäbigen Taten, die der macht, zu helfen? Younes, geh nach Hause, fahr nach Hause, du baust da nur Scheiße und Mariam, lass den mal gehen. Dadurch, dass sie so blind von Liebe war, hat sie ja mich verloren, sie hat ihre beste Freundin verloren. Bruder, was denkt sie, Bob, wer sie ist? Sitzt da, tut mir einen auf Meinungsblogger, tut mir einen auf... Dafür bist du noch 20 Jahre zu jung. Sie hat wirklich vieles verloren. Ja, und wie findet ihr das, dass Younes durch diese ganze Scheiße hier seine eigene Familie verloren hat? Die eigene Familie zum Heulen gebracht hat? Guck mal, hört mal hier, die eigene Mutter von Younes weint. Der Hass genug und die Wut, die ich habe, die reicht schon, weil ich konnte gestern nicht schlafen, mein Auge, ich war gestern auch im Krankenhaus, ich mein Auge, Auge, ich schwöre, ich war gestern im Krankenhaus, er sagt zu mir, vom Stress, mein Auge, hier, ich schwöre dir, ich konnte nicht mehr sehen. Was?
Ich sag euch ganz ehrlich, jeder von euch, ihr werdet das nicht bei euren Eltern jetzt sehen. Die werden nicht von heute auf morgen graue Haare bekommen. Ihr werdet später sehen. Wartet ab. Manche Kinder sind schuld daran, wenn die Eltern mit 50, 60 schief gehen, Schmerzen in den Gelenken haben, Knochen kaputt. Und dann werdet ihr da sitzen und euch denken, boah, meine Eltern sind alt geworden. Nein, Bruder, du hast deine Eltern einfach richtig krass gefickt. Und jetzt kommt all das bei deinen Eltern hoch, was sie über die Jahre in sich reingefressen haben. Die Nächte, wo die nicht schlafen konnten, weil du denen Sorgen gemacht hast. Die Nächte, wo sie geheult haben und die dir das nicht gesagt haben. Aber du wie ein Bauer ein Mädchen hinterhergelaufen bist, Party gemacht hast oder Drogen genommen hast. Und deine Eltern wollen einfach nichts sagen. Warum? Weil die dachten am Ende des Tages, mein Sohn ist glücklich, hoffentlich mit meinem Sohn den richtigen Weg. Die haben gebetet und gehofft, aber trotzdem dabei Tränen verloren. Und das ist das, was ihr realisieren werdet. Setz Prioritäten auf Social Media, auf deine Kack-YouTube-Accounts, die eh keine Klicks machen. Setz da drauf deine Priorität. Deine Eltern wünschen sich lieber einen gesunden Yunus, der wieder einen normalen Verstand hat, als einen Yunus, der Klicks macht auf TikTok oder YouTube. Oh, das Ende war super stark. Er hat zu 1.000.000% recht. Ich brauche euch das ja nicht zu sagen. Ich bin älter als ABK. Ich wohne immer noch bei meinen Eltern im Haus, ja, und mache wirklich alles. Ihr werdet das erst kapieren, wenn ihr selber Eltern seid, weil ihr einfach checkt, krass, was haben die durchgemacht damals für mich? Nicht nur für mich, auch für meine Brüder. Sehr, sehr starkes Video von ihm. Ist unten verlinkt. Tut mir einen Gefallen. Geht da drauf. Lasst es komplett durchlaufen. Dieses Video muss viral gehen. Absolut stark. Absolut genial. Ich feiere es, dass er den Vater von Yunus geholfen hat. Und nicht nur ihm, der kompletten Familie. Ich denke auch, und das habe ich schon des Öfteren gesagt, die Familie hat schon genug durchgemacht. So viel dazu. Schreibt ihr wie immer eure Meinung unten in die Kommentare rein. Bleibt gesund. Bleibt eurer Familie immer treu. Bis dann und ciao.